Hallo, hallo, hallo zum Nagelkunstradio. Ich bin ganz aus dem Häuschen, ihr Lieben. Ich möchte euch ein bisschen mitnehmen. Ich bin ganz aus dem Häuschen. Also, ich muss mich jetzt erstmal sammeln. Herzlichen Dank erstmal. Ich muss gerade gucken, ob ich einen Handschuh habe. Herzlichen Dank erstmal für die Kommentare. Ich bin ganz aufgeregt. Für die Kommentare unter meinem letzten Video von meinem Tipps Luna Haul. Ja. Ich glaube, ich kann jetzt sagen, das ist jetzt erstmal der letzte Haul gewesen. Ja, ihr dürft euch freuen. Also freuen werden sich jetzt alle, die kommentiert haben. Herzlichen Dank für eure Kommentare auf mein Schlusswort des Videos, dass ich eigentlich ja keine Lust habe, noch länger so ständig Produkte zu zeigen. Also Passion ist eine Sache, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Wenn da was reinkommt oder ich mache ein Design oder wenn überhaupt was reinkommt, dann zeige ich euch das gerne. Ich mache das auch wirklich mit Begeisterung. Aber das jetzt irgendwie, Andrea, guck doch mal hier und das ist toll. Oder ich sehe wieder was und denke, ha, nee, möchte ich jetzt mal nicht. Also es gibt genug YouTuberinnen und YouTuber, die auch im Nageldesign-Sektor unterwegs sind, die anscheinend Dukatenscheiße haben. Ich gönne es ihnen, dann sollen sie die Holz drehen. Aber ich, für mich ist es schon so, wie es auch eine geschrieben hat, es wird halt so langsam, es ist nicht mehr das, bitte, bitte. Ja, bitte, danke, danke gerne, bitte für euch. Jetzt ab sofort wieder mehr Inspiration von mir, Inspiration, ne? Mit Passione oder ohne Passione, aber Passione auf alle Fälle aus meinem Herzen zu euch. Und ich habe wieder mal meine Liste anreichern können mit Wünschen sogar. Und ich versuche heute mal so ein bisschen diesen Wunsch nachzugehen, der direkt via E-Mail kam. Herzlichen Dank. Grüße gehen raus an das Schnuckelchen. Ich weiß jetzt nicht den Namen. Also ich weiß ihn schon, aber ich muss nicht immer Namen nennen, denke ich. Manchmal ist es schöner, wenn wir so inkognito bleiben, die mich direkt anschreiben, nicht wahr? Es hat so eine gewisse Würze. Ja, ich habe gerade hier festgestellt, dass der nicht richtig ist. Der gehört doch so dumm. Ist immer gut, wenn man die Fehler vorher sieht. Ja, was war da so der O-Ton? Ja, der O-Ton war so, Andrea, zeig doch mal, wenn du Press-Ons arbeitest. Also ich nehme euch jetzt mit zu einem, nicht zu einer Bestellung, sondern zu einem, ich probiere mich jetzt aus in Brown. Und habe mir da ein Design schon vorgearbeitet. Das möchte ich jetzt zum Abschluss bringen, weil es sind noch nicht alle Fingerchen gearbeitet. Und habe ich mir gedacht, ja, weil das so in Richtung, zeig doch mal, wie du vorbereitest ein Press-On und wie du überhaupt damit umgehst mit dem Thema Press-On. Kürzt du die Nägel ein oder hast du einen Komplett-Tipp, der so ist, wie er ist und der wird dann weitergegeben an den Kunden etc. PPPP. Ganz viele PPs heute. PP. Ich muss gerade überlegen, ja, ich habe alles gut. Genau, und da möchte ich dann das jetzt mit verfilmen. Das ist einmal Inspiration, das ist einmal ein bisschen Erklärung, wie ich mit Presence. Ja, also was immer noch geblieben ist, sind die Versprecher. Und wir kehren jetzt back to the roots vom Nagelkunstradio. Inspirationen für euch auf die Linse. Ich möchte das Set jetzt vervollständigen. Das ist ein Beispielset, was bei mir in meinen Press-on-Trolley, Business-Trolley geht und da habe ich so schön die Fächer angeordnet nach Farben oder nach Themen. Das ist jetzt Thema Herbst, ja. Bei mir ist es heute schon ziemlich bewölkt. Es ist heute auch sehr frisch. Ich liebe es. Ich freue mich so, dass es mal frischer ist. Ich trinke heute wieder Köpfchen mit Vanille, falls jemand interessiert. Gell? Nils Kaffee and Tea kehrt zurück zu ihren alten Leisten. Sagt man das? Keine Ahnung. Ja, ich möchte euch mitnehmen und möchte damit diese Frage von dieser E-Mail ein bisschen behandeln. Ich hoffe, dass ich da das Bestmöglichste jetzt auch für dich dann raushole. Grüße gehen nochmal raus an der Stelle. So, ihr wisst, ich quatsche manchmal viel und gerne. Aber ich zeige euch jetzt erstmal. Nee, kann ich nicht. Jetzt sind mir alle Tipps runtergefallen. Oh nein, warte, Moment. Sammeln Sie kurz auf. Ich habe. Das ist wieder typisch. Ist aber kein Donnerstag heute. So, wartet, ich glaube, ich habe sie wieder. 1, 2, 3, 4, 5 fehlt. Wo ist 5? Nummer 5, wo bist du? Wartet mal, Nummer 5. Moment, Nummer 5, das war auch ein genialer Film.
War das in den 80ern? Ich glaube, wir sind wieder in den 80ern. Ich suche immer noch den Tipp. Ich werde verrückt. Er ist weg. Ich finde ihn nicht mehr. Nummer 5 ist nicht zu finden. Nummer 5, bitte helft mir. Das war, glaube ich, irgendwie so ein süßes Gerät. Es ist zusammengeschustert worden. So ein kleiner Roboter. Hieß, glaube ich, Nummer 5, oder? Bitte in die Kommentare. Ich freue mich auf Antwort. Hi, Prösterchen. Ich meine, das wäre dieser süße Kleine. Das war so in Richtung E.T., glaube ich, auch. Jetzt geht's wieder los. Also ihr seht, wir sind wieder bei den alten Videos angekommen. Kann sein, dass ich zwischendurch mal für euch einen Break reinbringe, weil die Küche läuft oben auf Hochtouren und dann muss ich zwischendurch mal hoch. Ja, ich habe also nur 4. Also ich wollte es euch jetzt eigentlich so präsentieren. Ich zeige es euch. Das ist meine Karte. Also das ist eigentlich die große Karte, wo meistens maximal 2 bis 3 Sets sogar draufpassen. Also wenn jemand mehrere Sets bestellt oder mehrere Wünsche hat, dann kommt hier ein Klebestreifen drauf und dann setze ich die hier so alle auf. Also entweder mehrere Sets. Hat es auch schon gegeben, liebe Inge. Ich grüße dich an der Stelle. Die hat eine große Karte gekriegt. Genau. Ja, hier fehlt jetzt der kleine Lütte. Ja, den werde ich wahrscheinlich jetzt nicht finden. Es sei mir verziehen. Ihr seht es gleich. Also, dann lege ich mir die hier auf. Nur, das ist quasi der Abschluss. Und so geht es raus an den Kunden. Ich habe mir da meine Karte designt. Und ja, so sieht das schon mal aus. Dann wisst ihr schon mal, wie das so aussieht. So, und das lege ich jetzt aber beiseite und dann arbeite ich jetzt die andere Hand. Also normalerweise arbeite ich, wenn ich eine Bestellung reinbekomme, alles auf einmal. Das heißt, ich habe 2 Tippständer hier oder noch mehr, je nachdem. Und ich weiß die Wünsche oder ich habe eine Vorlage und dann lege ich los. Am liebsten mag ich die Tipps, die Press-Ons, die schon fix und fertig gemattet sind. Das sind die jetzt hier von Market. Ich habe aber auch welche, die eben noch hochglänzend und ja glatt sind. Was mache ich damit? Ja, im Grunde sorge ich dafür, dass eben das Näschen hier unten verschwindet. Das haben wir ja meistens alle, dieses Näschen hier unten. Ja, also die meisten Tipps haben ein Näschen. Das nehme ich mir weg. Und wenn der Kunde mir sagt, du, ich möchte einen Square oder einen Studionagel, das ist für mich der typische Studionagel in leicht angeschliffenen Ecken, also nicht der ganz typische, krasseste Square, sondern der so ein bisschen gerundet ist. Extrawünsche sind soweit die Formen, die genannt werden, aber es gibt auch welche, die sagen, du Andrea, ich hätte gerne so ein Zwischenstück, also ein Zwischending, nicht ganz lang, aber auch nicht ganz kurz. Und wenn das so besondere Wünsche sind, dann nehme ich die Form und feile sie tatsächlich ein. Passiert mir aber sehr selten, muss ich sagen. Also die überwiegende Zahl derer, die bestellen, sind entweder super lange Nägel oder sind super kurz. Also ja, und die Mandel halt. Genau, die mache ich auch sehr gerne und sehr oft, vor allem fürs Töchterchen. Ja, also wie gesagt, ich nehme das Näschen weg und dann, hier ist er eben schon soweit gemattet oder mattiert. Bei hochglänzenden Full-Cover-Tipps oder Press-On-Tipps mache ich das dann eben auch mit dem Buffer, dass ich mir die Oberfläche anfeile. Und dann nehme ich natürlich erstmal eine Grundierung, ja, eine Grundierung. Und in dem Fall nehme ich jetzt eine Grundierung, ein Primer. So. Das heißt, ich behandle sie vor, damit ich hier schon den ersten Haftuntergrund auch herstellen kann und auch die Farbe sich dann nachher gut auftragen lässt. Was ich noch sagen kann ist, es gibt Kundinnen, die denen das, was an Farbe drauf kommt, einfach zu dünne ist und sie sagen von sich aus, sie hätten dann gerne eine Verstärkung. Kann man auch machen, ja. Also ich bin zum Beispiel auch jemand, wenn ich Press-Ons arbeite, bei mir selber, dann sorge ich dafür, dass ich nochmal eine Unterlage habe. Also das heißt, ich prime und ich setze dann tatsächlich eine Grundierung und nochmal eine Zwischenschicht, wenn mir der Nagel zu dünn erscheint. Ja, das sind ja schon hauchdünne Teilchen, auf denen wir hier arbeiten, wenn wir Press-Ons herstellen. Ob das jetzt hier so ist und extra aufgeklebt wird oder eben dementsprechend schon am Nagel fest fixiert wird. Das hat der Kunde ja so nicht. Wenn wir uns die kleben mit unseren Medien, mit dem Knetgel, ihr wisst, was ich meine, oder halt 6-in-1, 9-in-1, keine Ahnung, dann haben wir ja schon eine kleine Verstärkung drunter. Bei den Kunden so ist das nicht möglich, weil der klebt mit Pads und mit Nagelkleber. Da bildet sich nicht viel drunter. Das heißt, wenn da eine Verstärkung gewünscht ist, dann setze ich die noch dazwischen. Habe ich das jetzt gut erklärt?
Ich weiß nicht, ob ich es immer so gut erkläre. Ich glaube, manchmal ist es echt kompliziert mit mir, gell? Aber nochmal, ich bin euch so dankbar für die Kommentare. Ihr habt mir so gut getan. Echt. So gut getan. Und das ist auch eine Kritik im positiven Sinne, der ich mich auch anpassen möchte, beziehungsweise wieder zurückgehe an den Punkt, was ihr am liebsten hattet. Und mir ging das jetzt eh auch langsam auf den Schlips, ständig irgendwelche Produkte zu zeigen. Aber Tipps Luna war mir nochmal ein Anliegen. Die wollte ich, die hatten mich und sie haben mich bekommen und ich finde sie schön und ich finde, das Gesamtpaket stimmt, ja. Ich werde immer noch mal hier und da mir was bestellen, aber dass ich da jetzt ein Haul draus mache, nee. Ich glaube, es ist dann schöner, man sieht ein Inspirationsvideo und man sieht ein Produkt und fragt dann in den Kommis nach, Andrea, oder hast du es verlinkt, dann wäre es ja noch besser, gell? Dann verlinke ich das auch gerne, was im Video gelaufen ist, aber wenn es jetzt so ganz, ganz kleine Scheißerchen sind, wie hier heute in diesem Fall Steinchen, also mir fällt da heute schon wieder alles runter. Wo habe ich das? Ist mir doch jetzt nicht in meine Kaffeetasse gefallen, oder? Ah, nee. Das wäre vergoldeter Kaffee gewesen, Roségold mit einem Nailart-Teilchen, mit dem Ringelchen, aber das brauche ich jetzt nicht im Kaffee. Okay, ja, also ich gehe wieder back to the roots. Und ihr habt den Vorteil, ihr seht die Produkte hier oder auch nicht. Ich zeige euch aber jetzt, womit ich jetzt das Beispiel-Design arbeite. Hiermit, ich habe mich tatsächlich dran getraut. Herbstnägel. Und das Wetter macht es einfach her und deswegen mache ich jetzt hier ein bisschen Herbst drauf. Außerdem benutze ich diese hier. Ja, seht ihr gleich. Ich benutze einen Mattversiegler, ich benutze einen Topgloss und weil das nur Beispiele sind, greife ich da auch zu Vanalisa, habe ich kein Problem mit. Wenn ich dem Kunden die Nägel mache, sind das nicht Vanalisa-Produkte, dann sind es Produkte auf dem deutschen Markt und die auch konform sind mit der KVO. Auch wenn die Nägel aufgeklebt werden von den Kunden, dann möchte ich trotzdem, dass sie eine gute Qualität tragen und dass der Preis dann auch wirklich gerechtfertigt ist. Genau. Ich sage nur Schmuckstücke. Kleben tue ich hier mit Markert Rhinestone Glue. Habe ich jetzt auch drauf. Und schaut mal, ich habe sie hier und ich habe sie ausprobiert bei diesem wunderbaren Set. Ich zeige es euch. Ihr seht es nachher nochmal komplett. Es hat mich damals so mitgenommen und ich feiere sie. Ich habe genommen einmal diesen Folienkleber Stamping, ne? Einmal in weiß und einmal in schwarz. Hier bei dem hellen bin ich jetzt auch auf weiß gegangen, um das hoppla, habe ich auch noch nie gemacht, ne, gegen die Tasse, abzulegen. Und da müsst ihr halt immer gucken, was habt ihr für einen Untergrund, für eine Farbe. Es erklärt sich von alleine, oder? Ich würde sagen, wir trinken jetzt ein Köpfchen. Wir gucken, wie weit wir kommen, weil ich muss, wie gesagt, zwischendurch mal, für euch ist es ein Bruchteil der Sekunde, ein Müh-Sekunde, aber ich muss zwischendurch in die Küche, weil es gibt bei uns heute auch das erste herbstliche Mittagessen. Wollt ihr es wissen? Kürbissuppe. Kürbiscremesuppe. Und zwar habe ich ein neues Rezept entdeckt. Ich bin ja auch so Thermomix-verrückt, ne? Also ja, ich kann auch kochen. Ich weiß, wie eine Mehlspitze im Topf hergestellt wird. Ich weiß, wie man Soßen abbindet. Das habe ich alles von meiner Mutti mal gelernt, gell? Ja, also ich kann auch ohne Thermomix. Aber ich habe einen und da ist ein neues Kürbissuppenrezept drin. Ich muss nachher nochmal gucken. Ja, ich gucke nachher nochmal, wie es genau heißt, wer einen Thermomix hat. Ich habe früher als Kind Kürbis gehasst und heute liebe ich ihn. Wer mag noch Kürbissuppe in allen Variationen? Schreibt es in die Kommis. Ja, genau. Deswegen muss ich zwischendurch mal stoppen, aber ihr kriegt das ja sowieso nicht wirklich mit. Von daher, wir entspannen uns und genießen zusammen jetzt eine Farbvielfalt, von der ich bisher noch nie so richtig mitgenommen worden bin, aber jetzt so als Herbst-Idee. Probieren wir es einfach mal. Genau. Wie gesagt, das ist jetzt geprimed. Ja, und dann brauchen wir noch eine Base. Die würde ich jetzt auftragen, wenn ich jetzt einen Kundenauftrag hätte. Spare ich mir aber in diesem Fall die Base und trage jetzt direkt die Farben auf. Also, hier habe ich die 154. Ein toller Karamell, geht auch schon in die nudige Richtung. Ja, ich habe mir gedacht, also wenn du mit Braun anfängst, dann machst du erstmal ganz sachte. Das ist der. Dann habe ich hier, ich glaube, das war der auch schon, oder habe ich die 160? Ich glaube, ich habe die 158 genommen. Ja, sind auch Sachen, die muss ich mir dann aufschreiben, weil ich habe immer Angst, dann,
dass doch irgendjemand das auf Insta sieht und sagt, ja, wow, hätte ich gern. Und dann stehe ich da und habe, weiß ich nicht, wie viele Brauntöne und weiß es nicht mehr. Ich mache das dann immer folgendermaßen, falls das auch interessiert. Dieses Set, was ein Beispielset ist und was auch gepostet wird auf Insta, da fotografiere ich mir nachher alle meine Zutaten, wenn ihr so wollt, fotografiere ich mir auf ein Bild, sodass ich das alles gut erkennen kann. Und dann schreibe ich mir das hinten auf die Karte drauf oder klebe mir das hinten drauf, also auf meinen Designvorschlag. Und dann ist das Ding gesaved, da kann mir nichts passieren. Genauso mache ich es auch mit meinen Epoxy-Harzgießereien. Aber da ist es wirklich so ein Unikate. Ich kriege das nie wieder so hin, wie der erste Guss war. Deswegen, wenn ihr bestellt, dann seid clever und bestellt euch Sets, die ich in einem Gang gießen kann. Wenn ihr das wirklich aus einem Set, ein Guss, das ist das Beste, wenn ihr euch für Sets entscheidet und nicht, ich bestelle mir jetzt hier den Bitständer und in 3 Monaten bestelle ich mir den Tippständer und dann, wisst ihr, dann spart lieber drauf. Und dann habt ihr das in einem Guss und dann könnt ihr euch sicher sein, das hat sonst niemand am Tisch, nur ihr. Genau, also die 158 oder was, die 159? Moment, wir gucken, das ist das, ich muss nochmal schauen. Nee, das war der hier, seht ihr? So ist das mit vielen Brauntönen. 159, nicht die 8, die 9. Das sind die beiden. Ich habe mir noch rausgesucht, Pigment, das ist so ein Braun-Kupfer, könnt ihr gleich sehen, ja, hat wunderbar funktioniert, ja, und wie gesagt, Steinchen, Brüstechen, los geht's. Ich habe erst gedacht, ich taste mich ran an Braun, also mit Nude habe ich jetzt keine Probleme, aber mit Braun, ich habe erst gedacht, ich taste mich ran und mache das so mit einem Marbling. Ich habe erst gedacht, mach doch Marbling. Und dann kam mir hier die diese Folien-Stamping-Lacke wieder in den Sinn. Da habe ich mir gedacht, nee, du warst damals so begeistert, als du es vorgestellt hast, mach doch das. Das ist doch was, wo man sich rantasten kann. Genau. Und lasst mich überlegen, ich mache hier den mittleren. Lege ich auch auf. Und hier ist es halt so, wenn ich Press-Ons arbeite, dann arbeite ich wirklich akkurat, das braucht seine Zeit. Ich mache da nicht wischiwaschi, sondern echt wirklich alles akkurat. 20 Mal nachgeguckt. Hast du den Rand? Hast du oben schön dünn gearbeitet? Bist du nach unten hin wieder dünn? Und da gibt es halt auch so Tricks. Ja, hier achte ich jetzt nicht so sehr darauf, weil das interessiert keinen nachher auf dem Foto. Es geht nur um die Inspiration. Ich würde sagen, den lasse ich dunkelbraun. Dann habe ich wenigstens mal ganz mutig mich, ja, der Kleine war auch braun. Ich hoffe, dass ich ihn nachher finde. Also es war wieder typisch, dass mir hier wieder mal was runterfällt, wenn ich euch ein Video fertig mache. Aber das ist halt echt so ein richtig schlammiges Braun. Also richtig dreckig. Also dreckiger geht's nicht. Das ziehe ich mir jetzt hier einmal über den Kleinen. Der liegt hier irgendwo rum. Mal gucken. Muss ich erst suchen, bevor ich sauge, sonst ist er weg. Ja, dann macht man halt nochmal, ne? Ist ja nicht schlimm. Ja, also ich arbeite wirklich bei den Press-Ons in 2 dünnen Schichten. Ich härte wirklich komplett aus. Da gibt es keine Spielchen bei mir. Worst case wäre, wenn da irgendeine Schicht nicht richtig durchgehärtet wäre. Und ich habe mir wieder den Finger vollgemalt. Dass der Kunde das dann so bekäme, das wäre für mich Worst case Nummer 1. Das brauche ich nicht. Ich stehe hier wirklich für Qualität, ja, und deswegen dünn und sich wirklich, also ich genieße das, für mich ist das ein Fest. Wer auch immer Press-Ons von mir haben möchte, bitte, bitte, bitte unten in der Info, hinten in der Info, unter jedem Video ist alles an Kontaktdaten hinterlegt. Wenn keine Ideen sind, dann schaut bitte auf meinem Instagram-Profil beziehungsweise in der Galerie, wahnsinnig viele Designvorschläge, die ich alle nacharbeiten kann, jawohl. Aber auch hier muss gesagt sein, auch alles Press-On-Sets, Unikate. So, jetzt machen wir den anderen noch mit und dann härte ich aus. Und dann wollte ich noch was zu dem Thema sagen. Zu dem Thema. Wartet, ich hab's gleich. Ich habe gerade meinen Faden verloren. Ja, ich hatte eben noch was im Sinn. Mutig, ne? Ja, mutig durchs Leben mit braunen Nägeln. Das reimt sich jetzt nicht so gut, aber gut, beim nächsten Mal klappt es wieder besser.
Was wollte ich sagen? Keine Ahnung. Ich habe es vergessen. Irgendwas war mir noch wichtig. Irgendwas war mir noch wichtig gewesen in den Kommis. War noch irgendwas, was mich auch wieder so mitgenommen hat, dass ich es ansprechen wollte. Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Vielleicht fällt es mir gleich wieder ein, wenn ich weiterarbeite. Dann kommen mir so Sachen in den Sinn. Ja, braun. Braun-Kupfer ist eine tolle Sache. Natürlich hatte ich dann auch hier den hier am Tisch, Braun-Gold. Aber das war mir schon wieder zu, dieses Disco-Fieber war mir schon wieder zu dolle. Weil ich wollte halt das Stamping machen und das gibt es halt nicht in Kupfer. Deswegen bin ich eben auf diese Art Nailart gegangen. Mit den Steinchen war es jetzt wieder ein bisschen schwieriger. Zweiter Aufstrich, Auftrag. Genau. Ja, also im Grunde habe ich ja mehrere Nagelformen im Angebot für die Press-On-Sets. Ganz klar, das war auch so eine Frage. Wie machst du das? Das Beste ist halt, wenn man sowas machen möchte, dass man die gängigen Formen einfach hat, ne? So wie hier halt ein Studionagel. Ich habe zwei ganz kurze Versionen, einen runden und auch einen eckigen. Ja, was habe ich noch? Ich benutze die Stilettos. Ich habe mir extra eine Karte angefertigt, das kann man auf Instagram gut sehen, hubbla, wo ich auch meine Formen präsentiere, die ich im Angebot habe. Ich habe da sogar die russische Mandel drunter gelegt, aber ich muss echt sagen, ich werde die wahrscheinlich wieder rausnehmen, auch den XL, den XL-Nagel, Coffin, weil ich der Meinung bin, das könnte zu Verletzungen kommen, wenn man so super lange Nägel als Press-On trägt und die sich selber nur mit Sekundenkleber, mit Nagelkleber, der ein Sekundenkleber ist, das ist richtig, oder mit einem Pad befestigt. Ich bin mir da ein bisschen unsicher, ob das wirklich so gut ist für den Kunden, weil im Grunde, wenn was nicht läuft, kriege ich es auf die Kappe und das möchte ich eigentlich nicht. Moderate Längen halten prima, also mein Töchterchen trägt die teilweise fast 2 Wochen. Mit Nagelkleber wohlgemerkt. Ja, und dann fliegen die dann so nacheinander ab. Und bisher hat sie auch noch keinen verloren. Also selbst wenn sie einen verliert, sitzt sie an der Quelle. Ich kann ihn ihr nachmachen. Ja, ansonsten müsste man als Kunde dann nachbestellen, wenn einem das Set teuer und lieb war, dass man dann einfach sagt, hier, das Set, was ich bei dir geordert habe, bestelle ich nochmal die und die Größe nach. Ja. Ja, ich taste mich ran an die Farbe. Ich brauche aber erst ein Schlückchen Kaffee. Mein Kaffee ist ein bisschen heller. Ja, also Coffee Nails. Nur mal so, das ist jetzt so das, was das Video hier füllen wird. Diese Information, wie gehe ich überhaupt mit diesem Thema Shop Press On um? Und ja, und auch weiterhin mache ich das alles über Instagram. Das ist für mich die günstigste Variante. Ich sehe es nicht ein, einen Shop im Moment zu eröffnen. Das habe ich euch gesagt. Ein Online-Shop, zu viel Zeit, Management, zu viel Geld. Ich müsste dann ja jeden Monat schon mal 20 Euro generieren für diese Kosten, einen Shop aufrechtzuerhalten. Das ist einfach too much. Wir fangen klein an, mit kleinen Brötchen. Und dann, wenn das irgendwann mal eine Regelmäßigkeit hat, dann setze ich mich gerne hin und mache das. So, was habe ich jetzt als nächstes vor? Ja, ich möchte halt gerne stampen hier und Steinchen kleben. Das heißt, ich gehe jetzt her und setze mir hier erstmal ein Matt drüber. Ja, also wie gesagt, verschiedene Formen. Auch das sieht man halt bei mir in der Galerie. Habe ich einmal rausgehauen. Ich meine, es wäre auch fest in der Galerie drinne. Lange Nägel, also ultralange Nägel, wie gesagt, werde ich mich wahrscheinlich wieder verabschieden. Dann will ich das Ganze nochmal neu machen, also was ich halt anbiete, dass das einfach klar ersichtlich ist. Das sind alles Sachen, viel Management, wo ich viel Gedanken drum machen muss, dass das auch wirklich verstanden wird draußen. Ja? Es sind ja nicht alles Nageldesigner, da sind ja auch Kunden drunter, die gar keinen Plan haben. Genauso musste ich mich hinsetzen und einen Manual Guide erstellen. Wie gehe ich damit um? Wie bringe ich die an? Ne, ihr wisst, ich habe dazu auch ein Video gemacht, um es nochmal ganz einfach darzustellen in Bild und Schrift. Das härte ich aus. Der ein oder andere fand das schon sehr hilfreich. Ob er jetzt Press-Ons bei mir bestellt hat oder nicht. Das ist halt Risiko, mir selbst ins Knie zu schießen. Aber gut, das ist halt so.
Dann habe ich mich auch hingesetzt und habe nochmal schriftlich festgehalten, wie man sie entfernt. Das sind alles Sachen, das braucht der Kunde, der eben keinen Nageltisch hat oder sich selbst nie die Nägel gemacht hat, aber trotzdem diese besonderen Nägel ein, zwei Stunden oder für eine Hochzeit oder für eine Feierlichkeit oder einfach für einen super tollen Disco-Abend tragen möchte. Heißt das eigentlich noch Disco? Nee, ne? Das heißt jetzt, glaube ich, wie heißt das denn jetzt eigentlich? Heißt das Location? Nee. Nee, wir gehen in den Club, ne? Das heißt, glaube ich, wir gehen in den Club, heißt es jetzt genau. Oh, meine Güte. Was ein Glück. Oma, so bin ich noch nicht, gell? Ich bin dafür auch, oh, ich glaube, ich wäre total die ausgeflippte Oma. Gott bewahre mich. Also so weit bin ich jetzt noch nicht. Nein, ich habe einfach noch zu viele Flausen im Kopf. Das ist mein Problem. Ich habe zu viele Flausen im Kopf und ja. Also, Matt sieht ja auch schon wieder doll aus, ne? Schicki schick. Ja, so kann man sie so langsam rantasten an solche Dinger, die, wo man sagt, nee, ich nie, ich niemals. Also damit sind sie erledigt. Vielen Dank. Es war schön, dass sie da waren. Und jetzt gehen wir auf Weiß und Folie und ihr dürft euch jetzt wieder amüsieren, weil ich bin mit Sicherheit wieder derjenige, der hier irgendwas umschlägt, umhaut. Keine Ahnung. Deswegen arbeite ich beim Stamping auch immer gern mit einem großen Schlabberlatz. Ja. Ich hoffe nicht, dass meine Kamera jetzt wieder anfängt zu zicken, weil ich muss natürlich jetzt hier, ne, entsprechend stampen. Ich mache es jetzt ohne Klebemedium, also ohne irgendeinem Double Tape oder so, weil das eine matte Oberfläche ist. Meine ist schon ziemlich blind. Ja, das ist ein ganz blinder und ich komme aber trotzdem noch mit ihm klar, weil ich weiß, er macht seinen Job. Genau. Dann habe ich hier, wie gesagt, diese. Mal gucken, dass ich euch nicht blende und dass ich trotzdem was sähe. Und ich habe, wartet, ich muss überlegen. Ich glaube, ich muss erst gucken, das hier. Nee, ich habe gestampt. Wieso fällt mir das jetzt so schwer, es wiederzuerkennen? Ja, ich habe hiermit gestampt. Das ist so schön. Jetzt war ich natürlich mit meinen Fettfingern wieder drauf. Super. Ich reinige ab, falls es jemand interessiert. Rein Aceton im Abschluss. Und die hier, die sind dann ganz böse, weil die fusseln. Also hier darf man nicht dolle Druck ausüben, weil durch dieses Relief wirkt es wie ein Radierer oder wie ein Sandblatt und es gibt hier lauter Krümmelchen. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. So, gut, ja. Wollen wir stampen, ihr Ladies? Also ich kann das nicht gut. Ich schüttel. Shake, shake, hier sind Kugeln drin. Ich mache aber jetzt Pigment. Ich gehe jetzt nicht mit einer Folie, aber ihr könnt damit auch Folien übertragen. Manchmal ist es so, dass eine Stampingplatte einfach nur nicht gut funktioniert, weil man in die falsche Richtung gescrappt hat. Wisst ihr das? Das kann auch schon ein Fehler sein, wenn man nicht in die richtige Richtung gescrappt hat. Aber hier ist es total easy teasy und ich muss mich beeilen, weil ich kenne mich. Ich brauche wieder, zack, da ist es drauf und dann brauche ich sofort mein Pigment. Gehe ich mit dem Finger rein, kenne ich gar nichts, reibe das hier ein. So, so, so. Ta-da-da-ta. Das war jetzt ultra schnell. So schnell habe ich es, glaube ich, noch nie hingekriegt. Dann nehme ich meinen super schicken Pinsel. Ich liebe ihn. Mach schicki schicki alles weg. Oh, der stoppt noch vom letzten Mal. Platten einschleifen. Guckt euch das an. Ist das heiß? Oh, ich finde das so, so schön. Und dann mag ich braun. Ich zeige es euch jetzt nochmal auf dem Braun. Das war jetzt Nude. Nude, Nude. Machen wir jetzt erst das Blatterl sauber. So. Und machen das Gleiche nochmal, weil es so viel Spaß macht. Und dann habe ich das andere Tipplein genommen. Das ist dieses hier. Ja, also wie gesagt, also mit falsch abziehen. Also entweder legt man den Scrapper in die Richtung, in die Länge oder auf die kürzere Seite. Ne? Das kann immer mal passieren. Habe ich das nicht sauber gemacht. Jetzt fällt mir alles auseinander. Das kennt ihr, ne? Das passiert euch auch. Dann gehe ich jetzt hier so rüber. Tata. Sieht auch mit Weiß genial aus. Könnte man eigentlich auch schon so lassen. Denke ich nochmal drüber nach.
Da ist er. Pigment ist drin und ich freue mich. Ich freue mich. Ja, guck mal. Ist das edel? Oder ist das edel? Weil das auch so... Entschuldigt. Weil das auch so schön mitgeht mit dem brechenden Licht. Herrlich, oder? Oh, ey, ist das schön. Und jetzt mag es Andrea schon auch braun. Vielleicht trage ich sie mal. Mal schauen. Ich weiß noch nicht. Bin noch ein bisschen gehemmt, aber ich finde es echt schön. Gut, dann machen wir das weg. Brauche ich nicht mehr. Schneide ich mir übrigens immer zurecht. Das sind ja diese riesen, auch wieder aus der Zahnmedizin kommenden Lätzchen. Ja, die sind nämlich immer unten mit einem Kunststoff versehen, dass wenn wir schnuddeln und sabbern oder uns der Mund überläuft, dass das Ganze saugt und nicht auf die Klamotte kommt. Ne? Also da spricht wieder die Zahnarzthelferin. Prösterchen! So, matt. Nee, gar nicht wahr. Die habe ich hochglänzend versiegelt, genau. Und die anderen habe ich matt gelassen. So, jetzt kommt Steinschirm. Da habe ich mir hier meine schöne Schale ausgesucht. Und hier fehlt kein Steinchen. Nein, sind alle da. Nicht, dass wieder was geplumpst ist. Also ich mache es, wenn ich Press-ons arbeite, die auf den, ich wollte gerade Patient sagen, die auf den Nagel kommen, folgendermaßen. Wenn ich matt bleiben möchte, dann gehe ich erst mit einem Mattversiegler her. Bearbeite mir meine Oberfläche, ja, zack, 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 einmal, dann diesen hier, und ja, 1, 2, 3, 4, ich weiß jetzt nicht, habe ich den anderen, ich glaube, den anderen habe ich auch matt, ja, ich habe eigentlich alle matt ohne Stamping-Motiv gemacht, weil ich es schöner finde, dann kommen die Steinchen besser zur Geltung. Genau. Und meinen Picker habe ich auch da. Und dann setze ich mir vom Kleber ein Pünktchen. Hier. Den muss man halt immer so ein bisschen abdrehen, hier den Schatz. Aber es geht. Aber er klebt halt Bombe. So. Wartet. Ich glaube, ich schaffe das hier hinten auch noch. Im Grunde verschmilzt das jetzt miteinander. Also die Versiegelung verschmilzt jetzt mit dem Kleber. Dann setze ich mir mein Ringelchen einmal, zweimal. Nee, da hatte ich kein Ringelchen. Ich lasse ihn weg, genau. Ich erinnere mich, der liegt ja jetzt hier irgendwo unten rum. Da habe ich kein Ringelchen, da habe ich so gearbeitet. Weil er einfach das nicht hergibt von der Größe. Und ich wollte aber in der Steingröße bleiben, die ich mir ausgesucht hatte. Und deswegen kriegt er kein Ringelchen. Und so, dann positioniere ich mir das. Bin ich überhaupt im Bild? Ich kriege hier nichts mit. Ich bin hier voll in meinem Element. Voll in meinem Element. So, genau. Und dann schicke ich das ins Lampada. Bis gleich. Ja, so läuft das bei mir ab. Jetzt habt ihr das mal gesehen. Also entweder solche Möglichkeiten, wo ich, ja, hier fehlt halt jetzt der Kleine, es sei mir verziehen, wo ich mir das quasi fertig mache als Vorschlag für Instagram. Also ich sitze hier oft und mache Press-on-Nägel rauf und runter. Das ist, ist dann so. Genau. Ich habe die liebe Aristo auch da. Die ziehe ich euch jetzt gleich nochmal an. Und dann könnt ihr es nochmal an der Hand sehen. Also ich muss sagen, kann man machen. Ich taste mich immer mehr ran an Farben, die ich nicht so mag. Aber ich muss ja alles bedienen können letztendlich. Und deswegen war mir das jetzt auch so langsam rantasten mit Stamping oder halt, wie gesagt, so ein bisschen Watercoloring und so weiter. Kann man machen, dann gewöhnt man sich etwas an den Ton. Und ja, und jetzt muss ich sagen, schick. Geht doch. Ich stelle mir jetzt eine Frau vor, die jetzt so, was weiß ich, Bürotätigkeit, beiger Hosenanzug mit einem schönen Blazer und einem Schal oder so irgendwie abgestimmt und dann die Nägel, ein paar geile hohe Schuhe noch und dann sieht das doch adrett aus, oder? Ja, schlimm. Ja, tada, schick, oder? Die beiden sehen jetzt gemattet, das können wir jetzt auch gerade nochmal vergleichen. Ich gebe euch mal den daneben. Also das ist immer Geschmackssache, matt oder glänzend. Ich würde sogar jetzt sagen, matt gefällt es mir noch besser. Aber da ich jetzt gleich einen Fotoshoot mit diesen Kerlchen noch machen muss, bekommt er natürlich Hochglanz. Ja, wo ist er? Genau.
Hochglanz. Aber in matt sieht es auch sehr, sehr schick aus. Also wirklich. Ja, ich glaube, ich würde sogar in matt tragen. Da freue ich mich im Winter übrigens und im Herbst drauf, wenn das Gartenjahr beendet ist und alles brach liegt, dass ich auch wieder matt tragen kann, weil das ist immer so ein Problem bei mir jetzt persönlich. Matte Nägel durch die Drecksarbeit, also was heißt Drecksarbeit? Erde hin und her wühlen und Unkraut jäten etc. pp. Setzen sich kleinste Bestandteile davon eben rein in diese raue Fläche, die ja wirklich rau ist, und dann sieht das immer dreckig aus. Wenn es jetzt Kundenpress-ons sind, würde ich jetzt nochmal matt versiegeln. Hier die mit den Steinchen, um sicher zu gehen, dass das wirklich alles bombenfest hält. Spare ich mir jetzt, weil es kein Kunde ist, sondern nur ein Designbeispiel, ein Vorschlag. Genau. Ja, und so habt ihr das mal gesehen in der Abfolge, wie das bei mir so läuft, was ich mir ausgedacht habe. Und ich finde es eigentlich sehr ansprechend. Das wird auch wunderschön verpackt von mir und die Erklärung und alles, was dazu gehört, bekommt der Kunde mit. Ich habe, wenn ihr das jetzt noch genauer wissen wollt, am Anfang, also erstmal gibt es immer sowas im Nachkauf, ja, die hier dieses Set kostet bei mir 3 Euro. Da ist dann Sekundenkleber drin, also Nagelkleber, einen neuen Stick, eine doppelte Reihe an Pads, zweimal Alkoholpad, eine Feile und ein Buffer. Hier ist der Buffer nicht drin, warum? Weil die Tüte zu klein war. Ich habe die jetzt nur hier auf dieses umgelegt. Da kommt noch ein lila Buffer mit rein oder rosa, je nachdem, wie ich drauf bin. Kommt immer drauf an. Und ich glaube, 2 Feilen. Ja, da sind 2 drin. Also so ein Set für immer Nachkauf, ne? Und dann normalerweise zum Press-on-Set kommt sowas. Bring doch mal rüber. Ich habe, glaube ich, gar nicht alles da, was ich da so reinpacke. Hier diese Pads kommen hier mit rein und dann eben diese Füllung. Also es würde dann quasi ohne dieses Tütchen, kommt es hier in so einem süßen Chiffon, kommt es hier an, mit Beschreibung drin, mit allem drum und dran. Also quasi ein Sorglos-Paketchen, Press-on-Set, ja. Preise gehen halt bei mir ab 25 Euro los. Und dann muss man halt immer überlegen, wenn man ordentlich damit umgeht, kann man die bis zu 3-mal, 4-mal tragen. Also wenn man sie mit Pads auf alle Fälle befestigt, sind das Unikate, die man in eine Schmuckschatulle legt. Und Stammkunden quasi von mir bekommen immer so eine Schmuckschatulle, wo sie ihre Schätzchen reinlegen können. Das habt ihr auch auf Insta schon mal gesehen, dass ich da so eine längliche Kartonage habe, oben mit meinem Label drauf. Und da können sie ihre Schmuckstücke drin sammeln. Und das ist halt so, was dazu gehört, ne? Ein Sorglos-Paket. Genau. So, jetzt holen wir sie raus und ziehen Aristo an. Aristo ist halt besonders schick. Sie hat heute ein bisschen Spitze für das Foto. Ne? Ich will ja dann auch ein Foto machen. So, jetzt entschuldigt bitte meine Naturnägel. Ich wollte euch tatsächlich nochmal 6 in 1 abfilmen. Ich werde mir nochmal eine kleben, hatte ich schon gesagt. So, jetzt ziehe ich sie euch erst an. Püppchen anziehen. Ja, ja, Moment, das war nicht richtig rum, so richtig rum, ne? Wir wollen es ja richtig haben. Ja, also ich tendiere tatsächlich komplett matt. Aber das ist halt auch möglich, ne? Dass jemand sagt, du, ich hätte dann gern 2 zusätzliche Nägel dann. Wenn das hier matt ist, dann hätte ich die halt gern glänzend. Ist auch möglich. Das ist halt immer Service am Kunden, absprechen mit dem Kunden. Das ist genauso, wie wenn jemand ins Nagelstudio geht, da wird auch alles abgesprochen. Was hättest du gerne? Hast du einen Vorschlag? Soll ich dir einen Vorschlag unterbreiten? Whatever. Hier ist es. Yay. Oh, ist das schön. Also sie hat jetzt wieder keinen Daumen, ist klar. So, ihr Lieben. Ja, die werden jetzt hier nachher noch draufgelegt. Ein wunderbares Miteinander, alle 10 Stück. Also ich suche noch den Nummer 5. Nummer 5 wird noch gesucht. Schade, dass er nicht sprechen kann. Aber ich finde ihn schon. Das Problem ist, dass ich hier Hochflor habe. Also ich muss dann wahrscheinlich mal auf allen 4 mal über meinen Teppich streicheln. Ihr Lieben, das war's jetzt. Ich habe mich gewagt, braun, nude zu arbeiten. Ich finde, ist gelungen, oder? Und ja, ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Wenn noch Fragen sind, was Press-On bearbeiten angeht, wenn da noch irgendwas sein sollte, bitte in die Kommis oder mich direkt anschreiben. Ich stehe euch gerne zur Verfügung. Und wer welche bestellen möchte, erst recht. Herzlich willkommen. Ich freue mich, wenn ich was designen darf. Ich mache es so, so gerne. Ich mache es wirklich gerne. Ja, so, ich würde sagen, wir heben noch mal ein Schlückchen Kaffeechen, Brüsterchen. Ich bedanke mich nochmal für eure
hilfreichen Kommentare. Ihr habt mir so gut getan. Ich habe es zu Anfang gesagt, ich sage es nochmal. Herzlichen Dank. Es war mir echt eine große Hilfe und ich gehe zurück zu dem, was ich eigentlich bin. Inspiration für euch, Nagelkunstradio, Unterhaltung am Tisch, und das ist es, wofür ich brenne, und ihr habt es bestätigt, das ist das, was ihr wollt. Ich bedanke mich bei euch. Ich wünsche euch heute noch ein paar schöne Stunden, entspannte Zeit, eure Wohlfühloase zu genießen, wie auch immer die aussieht, Kraft schöpfen, ja, wir brauchen viel Kraft jetzt, und ich bin in Gedanken bei euch und ich kann euch auch sagen, ich spüre euch, und das ist mir ein Fest, euch immer wieder Inspiration zu schenken. Also bleibt bis dahin gesund, bis zum nächsten Video, und ich sage einfach nur noch ciao, bis dahin, euer Nagelkunstradio von und mit mir, Nils, Coffee and Tea, bye bye.